Der Start ist frei zum 132. österreichischen Traberderby. Bei Anfang zu 2600 Meter Startmarke. Die 1 Supol und Franz Kuhn-Lechner, die 2 Wolf für Trisch mit Jon Untersteiner, die 3 Pinocchio mit Jon Beuys, die 4 Assoan mit Josef Franzl, die 5 Oklahoma Venus mit Carsten Milek, die 6 Waikiki Venus mit Martin Redl, die 7 Dreamboy Ice und Gregor Krenmeier, die 8 Wotan Kasey mit Gerhard Meyer, die 9 Giuliano Mu, Mario Santarico, die 10 Red Attack mit Josef Sparber, die 11 Faceful MS mit Jörn Dichtmörter, die 11 Freddy Ott mit Dieter Marz, die 13 Donna Rapid, Peter Schwarz, Christoph Fischer und Donatello Venus mit Hubert Brandstätter Junior. Noch 50 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Das 132. österreichische Traberderby ist gestartet. Donatello Venus beginnt es mit einem Fehler, genauso wie Assuan. Und an die Spitze des Feldes setzt sich Wolfi Otrisch. Wolfi Otrisch in Front, außen Wotan Kasey kommt in zweiter Spur. Dahinter an der Innenkante Oklahoma Venus, außen Superhall an vierter Stelle. Wolfi Otrisch, ausgangs der ersten Messekurve, also in Front, auch zu Beginn der ersten Tribünengeraden. Wolfi Otrisch führt vor Wotan Kasey, innen Oklahoma Venus, außen dahinter Giuliano Mond an der Innenkante, dahinter auch Donna Rapid. Wolfi Otrisch in Front. Dann außen Wotan Kasey, innen Oklahoma Venus, Superhall ist außen, viertes Pferd. Innen Giuliano Mo, dahinter Waikiki Venus vor Donna Rapid und Pinocchio, dann Dreamboy AS und innen Red Attack vor Faceful MS und Donatello Venus, der wieder Anschluss gefunden hat. Denn das Rennen in dieser Phase war extrem langsam. Wolfi Otrisch führt, auch ausgangs der Stadionkurve jetzt zu Beginn der Stallgeraden. Gleich ist eine Runde absolviert. Wolfi Otrisch vor Wotan Kasey. An der Innenkante Oklahoma Venus, außen Superhall an vierter Stelle. Innen Giuliano Mo vor Waikiki Venus, dann innen Donna Rapid vor Pinocchio. Und jetzt attackiert in dritter Spur Donatello Venus, der doch am Start einige Meter liegen gelassen hat durch einen Fehler. Aber die Phase hier war jetzt sehr, sehr langsam unverändert. Wolfi Otrisch aber weit in Front im nächsten Messebogen. Wolfi Otrisch vor Wotan Kasey, innen Oklahoma Venus, dann Donatello Venus, der durch die dritte Spur muss. Innerhalb von ihm sieht man Superhall und an der Innenkante Giuliano Mo vor Waikiki Venus und dahinter Pinocchio. Zu Beginn der nächsten Tribünengeraden. Wolfi Otrisch in Front. Daneben sieht man unverändert Wotan Kasey, der das Tempo jetzt ein wenig erhöhen will durch Druck. Eine Runde Verschluss macht Donatello Venus wieder einen Fehler. Wolfi Otrisch in Front. Außen Wotan Kasey, innen Oklahoma Venus vor Superhall. In dritter Spur kommt jetzt auch Dreamboy AS ins Geschehen. Das Tempo wird jetzt natürlich gesteigert. Es geht zum letzten Mal durch den Stadionbogen. Mit Wolfi Otrisch vor Wotan Kasey, der leichten Druck auf den Führenden ausübt. Innen Oklahoma Venus. Außen ist Dreamboy AS jetzt zur Stelle und an vierter Stelle zu sehen vor Superhall. Auf der letzten Stallgeraden. Wolfi Otrisch innen und außen Wotan Kasey vor Oklahoma Venus. Wotan Kasey drückt weiter auf die Pace, scheint außen auch knapp in Front. Außen Wotan Kasey mit einem Kopf in Führung. Innen hält aber natürlich Wolfi Otrisch dagegen. Wir sind in der Schlussphase und Wotan Kasey übernimmt die Spitze. War das die Entscheidung im Derby? Wotan Kasey zieht davon mit Gerhard Meyer auf Längen im Schlussbogen. Wolfi Otrisch an zweiter Stelle vor Oklahoma Venus, dann noch Dreamboy AS. Und aus dem Restfeld auch noch Pinocchio. Aber was ist das für eine Solofahrt zum Triumph im 132. österreichischen Traberderby? So eine Überlegenheit hat man schon lange nicht gesehen. Was für ein Sieger! Wotan Kasey und Österreichs Rekordchampion Gerhard Meyer! Ein Wahnsinnserfolg! Ein grandioser Triumph! Ein überlegener! Rang 2 geht an Donna Rapid, eine Sensation! Vor Dreamboy AS, dann Pinocchio, Wolfi Otrisch und Oklahoma Venus. Sieger ist freigegeben, Arrest wird untersucht.
Alles klar, um den Sieger um 4.8 Wotan Kase, der von der Rennleitung offiziell bestätigt ist. Der Einlauf dahinter bleibt noch inoffiziell und lautet 13, 7, 3, 2 und 5. Okay.